jetzt Amanda, ja? Ja, ich sag erst einmal guten Abend, hallo! Schau dich um, Amanda, Mensch! Da guck ich hin, ne? Was? Die sind irritiert. Warum sind die irritiert? Weil ich sonst immer von da drüben komme. Das ist ja... Ja, aber jetzt führe ich Regie. Ja, komm, Amanda, setz dich erst mal in deinen kleinen Regiestuhl. Guck mal, was da für ein Platz ist. Warum ist da Platz? Da wollen wir die FDP gesessen. Mit denen hab ich einen Film gedreht. Was habt ihr denn gedreht? Titanic. Ja, jetzt komm. Ja. Zack, weg waren sie. Ja, jetzt komm bitte, Amanda, ja? Ja. Sag mal, Fasnacht in Franken hat ein Regisseur. Was hast du heute hier vor? Ich habe gehört, heute sitzen hier die besten Schauspieler von Bayern. Nein. Das haben jetzt nicht alle kapiert. Ja, nein, es ist Amanda. Ich hab dir gesagt, heute sind Narren und Närrinnen da und Politiker. Ja, sag ich doch. Hä? Schauspieler. Jetzt, nein, 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 nein. Guck, jetzt fangen wir erst einmal schön an. Guck mal, da hättest du zum Beispiel schon mal zwei Bewerberinnen. Ja, das sind zwei Ministerinnen hier, ja? Ja. Frau Schaf und die Frau Hummel. Ach, dann machen wir einen Film. Hä? Horst und seine Schafe Hummel. Jetzt, nein. Vorsicht, bitte. Ja, sag mal, benimm dich jetzt einmal ein bisschen, ja? Ja, ein schönes Kostüm haben Sie an. Ja, ist ja. Ja. So, jetzt kommst du mal bitte mit, ja? Doch, wer sitzt da? Guck mal, der Scheich. Ja, das ist der Herr, erkennst du ihn gar nicht, hä? Das ist der Herr Eck. Der Herr Eck? Drum hocken Sie am Eck. Nein, das ist der Herr Eck, Staatssekretär, ja? Ja, halten Sie mal die Klappe. Amanda? Hä? So kann man nicht mit dem Staatssekretär... Langsam sprechen, ja? Ein Wort nach dem anderen. Der ist verwirrt. Nein, ich bin nicht verwirrt. Sagte der Staatssekretär, ja, und da kann man nicht sagen, er soll die Klappe halten, ja? Ja, ich meine doch die Regieklappe. Ach so, du meinst die Regieklappe, ja? Ja, so, Sie haben jetzt eine Aufgabe, ja, weil jetzt komme ich nämlich zum größten Schauspieler. Mahatma Glück, Mahatma Gandhi. Ja, jetzt komm. Du erkennst ihn. Der Herr Söder! Mensch, wenn ich Sie heute sehe, wir könnten ja nach Bollywood. Ja, das ist wahr. Das, der hat schon geklappt, der Herr Eck. Ja, es ist ja. Ja, Sie sind ja ein Schnellchecker. Ja, jetzt komm bitte, ja. Ja. So, also, und der Herr Söder, wo willst du mit dem hin? Naja, ich hab ja gedacht, ich bring Sie groß raus in Hollywood, ja. Aber Sie haben sich selbst versemmelt. Ja, ich sag nur, der Horn ist der Horn. Jetzt habe ich gedacht, Hollywood, aber gut, Sie sind der Heimat verbunden, bleiben Sie da, wo Sie sind. Ja, komm jetzt, ja. Herr Eck, behalten Sie die ruhig, die Klappe, ja? Nehmen Sie es mit. Jetzt komm, ja. Ja, nein, es ist soweit. Hm? Da sitzt er. Er sitzt da. Mein Horst. Weißt du, wie lange wir uns jetzt kennen? Ich weiß nicht. Ich bin zum fünften Mal der Horst. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich mache heute einen Heiratsantrag. Jetzt. Nein, bitte. Nicht, aber er guckt. Hast auch eine Rolle für ihn? Nein, aber ich lade dich ein ins Kino. Nein, bitte. Ich habe ihm heute ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Ja, wenn er mal allein ist. Ja, wie? Na ja, wenn er aufhört. Jetzt, ja, bitte. Das ist da unten. Was hast du mit... Nein, was ist denn das? Das bin ich. Nein. Sie sind doch gekauft. Nein, jetzt komm, hör auf. Das soll ich ihm jetzt geben. Horst, das ist für dich. Da können... Ach, nein! Horst, aber du hast leider die Fälschung geküsst. Ich bin das Original. Jetzt komm, na, das wollen wir jetzt nicht. Pass auf, die kann er mit heimnehmen, die kann er sich aufs Sofa setzen, ja, kann sie sich aufs Bett setzen. Yes, yes. Dann hocke ich mit dem Horst im Bett. Jetzt nein! Bitte komm jetzt, entschuldigen Sie, Herr Minister, du sollst dich benehmen, ja? Ja, Horst, wir sehen uns. Ja, komm jetzt also, ja? Für dich habe ich leider keine Rolle. Jetzt komm, ja? Ja, was sitzt denn da? Den kennst du eigentlich auch. Sie sind ja hässlich. Nein, das ist die SPD. Die SPD, na für Sie hätte ich auch einen schönen Film. Was willst du denn einen schönen Film mit denen drehen? Ein Klassiker, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. jetzt nein, bitte. Nein. Und das? Den kennst du aus, der Herr Brunold. Der Herr Brunold! Sie kennen sich aus mit Filmen, ne? Klar. Ja, denn sein Lieblingsfilm ist Die fetten Jahre sind vorbei. Ist das so?
Ist das wirklich so, ja? Ja, das steht in seinem Lebenslauf. Woher kennst du seinen Lebenslauf? Habe ich gegockelt. Was? Habe ich gegockelt. Was hast du gemacht? Habe ich gegockelt. Du hast den gegoogelt. Sag ich doch, gegockelt. Das ist fränkisch, heißt gegockelt. Jetzt. Welcher Kuchen weiß alles? Hä? Der Gugelhupf. Jetzt komm, ja. Ach, bitte. Ich war ein kleiner Scherz. Ja, ein alberner Scherz. So, also, möchtest du hier noch ein bisschen weitersuchen, ja? Jetzt bin ich fertig. Warum? Ich sehe doppelt. Was? Da hockt noch was. Ja. Am Ende habe ich den Falschen geküsst. Na, das ist schon, das ist, glaube ich, der Fall. Das sind doch die Grünen. Ja. Ja, da drehen wir einen schönen Landschaftsfilm. Ja. Ja, und wir nehmen Herrn Aiwanger auch dazu. Musst du entscheiden, ja? Ja, ne, so viel Untertitel kann ich gar nicht hinschreiben. Nice, ja. Ja. Den versteht doch kein Mensch. Yes, nice. Mit Ihnen könnte ich ja ein Schweinchen namens Babe drehen, ja? Sag's Ihnen ein letztes Mal, ich bin ein Nilpferd. Nice, komm, ja. Ja. So, also jetzt gehst du mal weiter. Jetzt benimmst du dich immer, jetzt kommen wir hier an der Geistlichkeit vorbei, ja? Ja, mit denen habe ich ja schon Film gedreht, mit Ihrem Kollegen. Ja. Mit den Tierarzt von Elst. Was hast du denn gedreht? James Bond, Neuauflage. Hä? Goldfinger. Jetzt komm, ja. Bitte, hallo. Nicht. Nein, hallo. Bitte. Nicht. Nein. So. Also. Jesus, was haben Sie denn da oben hinguckt? Was ist? Da könnten wir auch einen Film drehen. Was willst du denn drehen? Die Muppet Show. Jetzt nein, noch nicht. Die Muppet Show, ja? Ja. Du sitzt der Elfraden und der Händel sitzt da oben immer. Der was? Der Händel. Mr. Chicken. Nein, nichts Mr. Chicken. So. Chicken McNuggets. Jetzt hör auf, ja? Ja, da kriege ich Hunger. So, und jetzt? Ja, und jetzt stehen wir vor der Treppe und kommen nicht weiter, ja? Ja! Ja, da hilft uns jemand. Komm, die helfen dir, ja? Ja. Ich nehme dich mal. Ja. Was? Da kannst du noch was lernen? Die haben eine tragende Rolle. Na, jetzt komm, ja. Ja. So, gehst du mal da schön mit auf, ja? Ja. So, und jetzt siehst du auch mal das ganze Publikum, ja? Ja, die Besucher, danke. Kriegt dann schönen Applaus, habt ihr toll gemacht. Ja, komm. Ist, ja, jetzt mach hier Schleimerei. Nein, 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 nein. Komm. Geh mal mit hier in die Mitte, ja? Ja. Meine liebe Amanda, ja? Ja. Hör mal zu, wenn du einen Film drehen möchtest, dann brauchst du erst einmal ein Drehbuch. Was? Ein Drehbuch. Ein Witzebuch. Nein, kein Witzebuch, ein Drehbuch. Ein Witz? Nein. Nach einer Komödie. Wir machen jetzt keine Komödie. Doch, ich erzähle einen Witz. Na, du erzählst keinen Witz. Doch. Ich sage nein. Ich sage ja. Ich sage nein. Ich sage ja. Ist doch Fasching. Wollt ihr einen Witz? Nein, bitte. Hallo. Wollt ihr einen Witz? Jetzt nein. Da, ich sag's doch, die wollen Witz. Jetzt nein. Das ist auch lustig. Ja, dann mach halt. Okay, was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ein Cowboy, das weiß ich nicht. Ein Sattelschlepper? Jetzt komm, bitte. Nicht. Bitte. Nicht. Nein, hallo. Merkst du was? Das war Knaller. Ach nein, das war kein Knaller. Nicht. Hör mal zu, wenn du einen Film drehen möchtest... Ich hätte noch einen Witz. Nein, du hast keinen Witz. Wir könnten ein Ehedrama machen. Was willst du ein Ehedrama machen? Naja, kennst du ein anderes Wort für Ehe? Ein anderes Wort für Ehe ist... A-E-G. A-E-G. Ans Elend gebunden. Ja. Da haben jetzt nicht viele gelacht. Ja, das ist ja... ja. So, weil die wahrscheinlich alle glücklich sind, ja? Ja. So, Amanda. Oder wir machen einen Unterwasserfilm. Wie ein Unterwasserfilm? Wie nennt man einen Matrosen, der sich nie wäscht? Hä? Sein Meerschweinchen. Jetzt komm. Ich fand es lustig. Nein, hören Sie da. Bitte. Amanda. So. Ich würde dich jetzt bitten, da... Was ist denn jetzt los? Wo haben Sie die denn losgelassen? Jetzt komm bitte mal. So, also. Ich hätte noch einen. Nein, du hast jetzt keinen mehr. Doch, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, was denn? Was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und Holz? Der Unterschied zwischen einem Politiker und Holz kenne ich nicht. Holz arbeitet. Jetzt komm. Oh, jetzt. Na. Siehst du, da lachen nur die Hinteren. Ja, 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 weil du machst dich hier sehr unbeliebt. So. Amanda, jetzt pass mal auf. Wir machen das jetzt so. Wenn du einen Film drehen möchtest, brauchst du erstens mal ein Drehbuch. Du brauchst ein ganzes Team. Hab ich. Wie, du hast ein Team? Einen Tonassistenten. Du hast einen Tonassistenten? Ja. Wo ist der? In der Kiste. Was? Wo? In der Kiste. Da hinten? Ja. Und was magst du derweil jetzt? Ich geh in die andere Kiste. Was?
Du gehst in die Kiste. Ja. Magst du vorher noch was sagen? Aha. Horst. Ich komme wieder. Ja. Bis gleich, Amanda. Bis gleich. Komm, gehst du mal da unten in dein Kistchen, ja? Dankeschön. So, hör mal auf. Nein. Ganz ruhig, ja? Du hast jetzt gesagt, hier in dieser Kiste. Hab ich doch gesagt. Ja. Meine Güte, ein Tonassistenten. Was ist denn das? Sag mal, kommst du mal raus? Arjenoll, du hast mich geweckt. Jetzt kommst du vielleicht mal raus, ja? Arjenoll, servus lachs. Arjenoll, jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt kommst du raus, ja? Arjenoll, servus lach, guten Abend. Wo sind wir denn jetzt? Wie, wo, wir sind hier bei Fastnacht in Franken. No, ich sehe doch nichts. Was? Hä? Ich sehe nichts. Ach so, ein Maulwurf. Ja, ich sehe nichts. Ach so, aber ich höre gut. Das freut mich. Was hast du gesagt? Ich sagte, das freut mich. Was schreist du denn so rum? Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Bin der Schorsch. Hä? Der Schorsch. Ein Schorschler. Ja, schön. Und Sie sind für den Ton zuständig? Ja. Wer sind Sie? Mein Name ist Sebastian Reich. Kenn ich nicht. Dann kennt's vielleicht womöglich Amanda. Na freilich, das dicke Seepferd lacht. Das ist weder ein Seepferdler noch ein Schweinchen, Amanda, ist ein Nilpferd. Wo schreien Sie denn so rum? Was ist denn allerdings auf? Hä? Wir müssen aufpassen. Mit was? Mit den Jitschidl. Mit was? Mit den Jitschidl. Mit was müssen wir aufpassen? Mit den Jitschidl. Die Lautstärke. Sie meinen Dezibel. Na, sag ich doch. Dezibel. Ich kann das immer erst sagen, wenn ich ein Weizen hab. Dann kann ich das auch. Dezibel. Wollen Sie mich jetzt erpressen? Ich hätte gerne Weizen. Sie können jetzt kein Weizen trinken, weil Sie sind bei der Arbeit. Mein Doktor sagt immer, 2 Weizen am Abend sind gesund. Ja. 3 hab ich schon. Was? Sie haben schon 3 und wollen noch 2? Ja, ich hab 4 Doktor. Das ist mein Job. So, und Sie sollen jetzt also hier Tonassistenz machen oder nur freilich? Aber in Wirklichkeit, ja, kommen Sie mal her. Ja, in Wirklichkeit habe ich einen Traum. Und der wäre? Ich möchte Filmstar werden. Filmstar? Ja. Können Sie hier mal eine Bewerbung abgeben? An wen? Na, das dicke Ding. Was? Das dicke Ding. Das ist ein Nilpferd. Na, sag ich doch, das dicke Ding. Also, und als was möchten Sie dann einen Film drehen? Als Agent. Agent? Schorsch 0815. Geheimagent der FSA. Es heißt NSA. FSA. Was ist denn die FSA? Die fränkische Söder-Armee. Ja, jetzt. Komm, bitte. Ja, freilich. Das machen wir. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, ich würde sagen, Sie gehen jetzt wieder zurück, weil ich möchte jetzt das Drehbuch lesen, was wir heute hier drehen, okay? Okay. Hätten Sie noch ein Weizen? Nein, ich habe kein Weizen. Ich sag ja immer, es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, bei mir, da ist es umgekehrt. Ja. Servus, na, schönen Abend noch. Jetzt geht's dann unter, ja? Servus, na. Dann unter geht's, ja? Servus. Wow. Ganz schön fränkisch, Amandas Team. Aber Amanda? Ja? Kommst du jetzt hier wieder raus, ja? Ich esse grad. Was isst du denn? Chicken. Ja, jetzt komm, also. So, kommst du jetzt bitte noch einmal raus? Ja. Ich komm nicht raus. Ja, ich komm nicht rein. So, Amanda. Da bin ich wieder, hallo. Ja, Amanda. So, hast du ein... Was ist jetzt? Ich habe mich gerade mal geräuspert. Warum? Weil du dich heute ein bisschen kratzig anhörst. Ja. Ich höre mich kratzig an? Ja. Und du räusperst dich? Ja. Sag mal, hast du gesoffen? Nein, das ist so. Also wenn du erkältet bist, dann muss ich ein Bonbon lutschen. Du lutscht mein Bonbon? Das ist ja ekelhaft. Horst, mach was! Bitte nicht, nein. So, hast du dich jetzt bitte dazu entschlossen, was wollen wir für einen Film drehen? Ein Klassiker. Ein Klassiker, mit welchen Schauspielern? Du und ich. Was? Wir zwei? Ja. Was wollen wir drehen? Dick und doof.
Dick und doof? Ja. Und was soll ich dabei für eine Rolle spielen? Deine. Du kriegst eine Doppelrolle. Entschuldige mal, du bist ja wohl als Nilpferd viel, viel dicker als ich, ja? Ja. Okay, das heißt, du bist doof? Jetzt. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich... Außerdem bin ich nicht dick, ich bin lebensmittelschwanger. Jetzt. Ja, so sagt er das heute. Entschuldige mal, gut, dann bin ich eben doof und du bist dick. Okay. Er ist doof, ich bin dick. Ja. Ich kann abnehmen. Ja, ja, ja. Das haben jetzt nicht alle kapiert. Ja, es ist gut, ja. Ja. So, also bitte, wenn wir das drehen wollen... Wie viel wiegst du eigentlich? Was? Bitte was? Wie viel du wiegst? Hä? Dein Gewicht. Mein Gewicht? Ja. Werde jetzt hier nicht vor einem Millionenpublikum mein Gewicht sagen, ja? Jetzt mach ich dich fertig. Weißt du was? Was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Na endlich hat er's kapiert. Klappe, Action, Ende und... Hello! Gäste, auch er inzwischen eine Säule der Sendung, meine Damen und Herren, Sebastian Reich und seine Amanda. Hello. Auf die Amanda, auf den Sebastian Dreifach Donnerles, Franken. Hello. Sebastian. Hello. Amanda. Wir sind eins. ARD.